Ich bin Dr. Heike Niemeyer, selbstständige Ökotrophologin hier aus Hamburg mit eigener Praxis, bin tätig im ganzen deutschsprachigen Raum mit Workshops und Vorträgen und begeistere mich für dieses Thema schon sehr lang, denn Gesundheit, Ernährung und Bewegung passen eins und eins zusammen. Den Stoffwechsel kann man eigentlich in zwei Teile untertrennen. Das eine ist das, wo tatsächlich das Essen, was wir in uns reintun, in unserem Körper verarbeitet wird. Das heißt, die exogen außenstehenden Stoffe werden zu körpereigenem Stoff, also Körpermasse. Das andere ist tatsächlich das, was in unserem Körper stattfindet. Das heißt, wenn wir erstmal alles gegessen haben, wie der Körper dann alles aufbaut, umbaut und abbaut. So zum Beispiel, wenn wir Muskelmasse aufbauen durch Training, brauchen wir Eiweiße aus dem Essen und der Stoffwechsel wäre dann, dass das Eiweiß zu mehr Muskelmasse wird. Oder aber, wenn wir Kohlenhydrate essen und keinen Sport machen, dass dann vermehrt tatsächlich aus den Kohlenhydraten Fettmasse aufgebaut wird. Das bezeichnet man als Stoffwechsel. Und dann gibt es Stoffwechselparameter, an denen man einen guten Stoffwechsel erkennt, den nur der Profi sieht. Beispielsweise die Blutwerte, die da einen Einfluss haben oder aber auch die Körperzusammensetzung oder tatsächlich die Organe genauer anschauen. Die Leber kann verfettet sein und daran erkennt man, dass ein Stoffwechsel nicht mehr so gut läuft. Und dann gibt es so Alarmsignale des Körpers und des Stoffwechsels, woran man erkennen kann, dass es nicht mehr so top läuft. Einerseits spürt man die, dass man müde ist, das ist immer ein Zeichen, dass mit der Leber vielleicht etwas nicht mehr so richtig funktioniert oder aber, dass man beim Training nicht mehr so richtig kraftvoll ist. Und dann gibt es noch so Merkmale oder Alarmsignale des Stoffwechsels, die nicht spürbar sind. Und dazu gehört beispielsweise die Silent Inflammation, also die stille Entzündung, die häufig im Stoffwechsel dann zu weiteren Maßnahmen führt, wo man merkt, oh Gott, hier ist irgendwas los im Stoffwechsel. Man ist müder, man ist schlapper, nicht mehr so leistungsstark im Sport. Und dann gibt es auch noch Veränderungen im Stoffwechsel, die man auch nicht spürt. Alarmsignale, wo der Arzt beispielsweise durch die Blutuntersuchung sieht, oh, da läuft was schief. Zum Beispiel erhöhte Cholesterinwerte, erhöhte Entzündungsmarker oder aber auch ein Glukosestoffwechsel, das heißt der Zuckerstoffwechsel, der nicht mehr ideal ist. Zwischen Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen ist ein enger Zusammenhang, weil insbesondere dann, wenn der Bauchraum vergrößert ist, das heißt, das Übergewicht tatsächlich durch eine vergrößerte Fettmasse im Bauchraum entsteht, dann haben wir das Problem, dass diese Fettmasse im Bauchraum, das sogenannte viszerale Fett, keine träge Masse ist, wie man das früher einmal angenommen hat, sondern sehr stoffwechselaktiv ist. Da kommen Botenstoffe, da kommen Entzündungsfaktoren und auf dem basiert dann, dass vieles weiteres an Folgeerkrankungen daraus entwächst. Wichtig ist aber ganz, ganz deutlich zu sagen, dass das viszerale Fett, das heißt das Bauchfett, auch erhöht sein kann, wenn jemand nicht übergewichtig ist, das heißt, wenn jemand normalgewichtig ist. Der BMI ist unter 25, alles ist normal. Selbst wenn der Bauchraum nicht vergrößert ist, kann es dazu kommen, dass viszerales Fett vergrößert ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss häufigst, dass die Leber auch verfettet ist. Das heißt, die Leber lagert vermehrt Fett ein und kann ihre Funktion als das stoffwechselaktivste Organ im Körper nicht mehr richtig umsetzen und damit kommt es zu Entgleisungen im Stoffwechsel. Schwerwiegendere Erkrankungen, die aus einem gestörten Stoffwechsel entstehen können, hängen zusammen mit der Entzündung, das heißt beispielsweise rheumatische Erkrankungen, Arthrose, weitere wie Multiple Sklerose beispielsweise. Zu den schwerwiegenderen Erkrankungen kann es auch kommen aufgrund des veränderten Glukose-Zuckerstoffwechsels oder auch des Fettstoffwechsels. Beispielsweise führt das zum Typ-2-Diabetes oder aber auch aufgrund der erhöhten Cholesterinwerte zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Alles Erkrankungen, die man tatsächlich vermeiden kann, wenn man die Vorboten erkennt, den gestörten Stoffwechsel oder aber tatsächlich durch das regelmäßige Training und das gute Ernähren. Was jeder von uns tun kann, um den Nährboden für solche Entzündungen im Körper oder Entgleisungen des Stoffwechsels zu vermeiden, ist tatsächlich auf zwei Dinge ganz maßgeblich zu achten. Das eine ist, regelmäßig sich zu bewegen, weil in der Bewegung liegt eine irre Kraft. Könnte man Sport oder Bewegung in eine Pille packen, dann hätten wir alle ein Riesenglück.
Kann man aber nicht und deswegen müssen wir uns immer noch bewegen. Und das andere ist tatsächlich zu sagen, welche Nährstoffe tue ich denn in mich rein? Denn diese Nährstoffe, die ernähren meinen Körper. Und aus diesem kann der Körper dann etwas machen, was er zu tun hat, um uns gesund zu halten. Es ist also tatsächlich eine Qualitätsfrage. Und jetzt fangen wir an, tatsächlich über richtige Ernährung zu sprechen. Was braucht er und was will der Körper eigentlich haben? Und das sind natürlich Vitamine und Mineralstoffe. Das sind aber noch ganz andere Stoffe, nämlich beispielsweise essentielle Aminosäuren, die finden wir in eiweißreichen Lebensmitteln, oder essentielle Fettsäuren, die finden wir in Ölen und fettreichen Lebensmitteln wie Lachs und Thunfisch. Und darauf müssen wir Wert legen, denn damit kann der Körper gut arbeiten und sein Immunsystem, seine körpereigene Polizei, richtig ernähren. Gezieltes Training hat tatsächlich die Chance, uns kraftvoll und stark durch den Tag zu bringen und unser Immunsystem stark zu halten. Das heißt, der Körper kann richtig gut für sich sorgen, sich fit halten, sich kraftvoll halten und natürlich auch guter Laune bleiben. Und das andere ist tatsächlich den Bereich der Ernährung. Mit jeder Mahlzeit, die wir am Tag zu uns nehmen, haben wir wieder die Chance zu sagen, und ich gebe meinem Körper das Beste, was er braucht. Und damit bieten wir den Nährboden, gesund zu bleiben. Ein gezieltes Training und auch eine stoffwechselangepasste Ernährung sind die zwei Seiten der eigenen persönlichen Goldmedaille. Und dann kommt noch etwas dazu, und das ist die Entspannung, das ist die Psyche, das ist das Wohlfühlen. Und wenn wir das alles berücksichtigen, dann kann man beispielsweise im Fall von Medikamentenbedarf den tatsächlich reduzieren. Das sehen wir immer wieder. Oder aber tatsächlich gar nicht erst dazu kommen, dass man Medikamente benötigt. Regelmäßig trainieren und gezielt zu trainieren hat ja noch einen ganz anderen Vorteil, und zwar, dass die ein oder andere Sünde, die man beim Essen vielleicht hat, am Wochenende oder mal bei einer Einladung oder sonstiges, einfach gar nicht zu Buche schlägt. Der Körper macht das locker mit. Das geht anders, wenn man irgendwie nicht so häufig trainiert, wenn man eher ein, ich sag jetzt mal, inaktiven Körper hat. Der lässt nicht so leicht mit sich spielen und man kann dann tatsächlich die ein oder andere Party nicht so leicht kompensieren. Ergo, regelmäßig trainieren oder gezielt trainieren ist für den Körper eine Riesenentlastung, um mit den Sünden, die man so im Alltag mal hat beim Essen, überhaupt gar kein Problem draus zu machen. Nehmen wir beispielsweise mal einen gestörten Zuckerstoffwechsel. Was kann Sport, was kann Ernährung? Sport kann dafür sorgen, dass der Zuckerstoffwechsel im Körper sich verbessert. Und zwar, indem er immer wieder das zu viel an Zucker abbaut. Das ist hervorragend. Was kann Ernährung? Ernährung kann dafür sorgen, dass gar nicht so viel Zucker in den Körper kommt, sodass der Körper letztlich sich regenerieren kann. Der Glukosestoffwechsel, sprich der Zuckerstoffwechsel, kann sich verbessern und man braucht keine Medikamente. Und das ist eben das Hervorragende an der Idee, regelmäßig sich zu bewegen und tatsächlich auch das Essen an den eigenen Stoffwechsel anzupassen. Und diesen gestörten Zuckerstoffwechsel, den finden wir insbesondere bei den Menschen sehr viel, wo die Fettmasse erhöht ist. Und zwar die Fettmasse im Vergleich zur Muskelmasse. Das nennt sich in der Fachwelt die sogenannte Sarkopenie. Da ist viel Fett im Körper und relativ wenig Muskel. Und auf einmal entgleist auch da der Stoffwechsel. Da ist es irre wichtig zu sagen, egal ob jung oder alt, wir brauchen die Bewegung, damit Muskelmasse aufgebaut wird, und wir brauchen die Bewegung auch, um Fettmasse abzubauen, und das Ganze wird tatsächlich untermauert durch eine gute Ernährung. Das heißt, die Ernährung ist dafür da, den Stoffwechsel auf Trab zu bringen. Die Sarkopenie bei jungen Menschen ist Gott sei Dank nicht so riskant, denn sie haben immer noch den Vorteil, jung zu sein, und der Körper kompensiert ein bisschen mehr. Anders verhält es sich bei den älteren Menschen. Wenn da eine Sarkopenie vorherrscht, dann ist es tatsächlich verbunden mit einer sogenannten Frailty, einer gesteigerten Gebrechlichkeit, die auch zu massiven Veränderungen des Alltags führen, wenn man sich erstmal Knochen gebrochen hat. Und das kann kleinere Gebrechlin sein als auch die stärkeren. Ganz wichtig ist auch dabei zu beachten, von Sarkopenie können auch Normalgewichtige betroffen sein. Das heißt, der BMI ist auch da nicht aussagekräftig. Denn selbst wenn der Body Mass Index einen normalen Wert aufzeigt, hat das nichts damit zu tun, ob ausreichend Muskulatur da ist, die vor dem nächsten Sturz beispielsweise schützt. Muskelmasse ist tatsächlich die wertvollste Masse im Körper, die Veränderungen negativer Art vorbeugen kann. Den
besten Weg, um Muskelmasse aufzubauen, die uns schützt, ist tatsächlich das Krafttraining in den Alltag mit einzubauen. Und damit die Muskelmasse nach dem Krafttraining auch wirklich wachsen kann, brauchen wir das Eiweiß. Eiweißreiche Ernährung ist, egal ob jung oder alt, irre wichtig, damit der Muskel die Chance hat und die richtigen Stoffe hat, um sich aufzubauen. Das körpereigene Immunsystem ist dafür da, dass es Körperfremdes oder Körperschädliches tatsächlich unschädlich macht oder ausscheidet. Und dafür ist das Immunsystem sehr wichtig. Wenn es leidet, bahnt sich so allmählich erst nicht spürbar, dann spürbar Erkrankungen an. Und das ist das, warum das Immunsystem an erster Stelle steht. Das müssen wir unterstützen, damit es uns schützt. Das Immunsystem lässt sich wunderbar über die Ernährung mit beeinflussen. Und was die Forschung derzeit sehr unter die Lupe nimmt, ist unseren Darm und die Darmbakterien, das heißt die Mikrobiota. Und die hängt ganz stark davon ab, welche Lebensmittel wir in uns reintun, was letztlich durch den Magen-Darm-Trakt geht und womit die Bakterien konfrontiert werden. Und da gibt es ein paar Stoffe, die sie lieben und die damit auch unser Immunsystem unterstützen. Allen voran sind das die Präbiotika, die gehören zu der großen Gruppe der Ballaststoffe. Die finden wir also in Gemüse, aber auch in Nüssen beispielsweise. Die sind dafür da, die guten Bakterien bei uns im Darm zu unterstützen. Dann gibt es die Omega-3-Fettsäuren, die sehr entscheidend sind, auch weil sie entzündungshemmend wirken. Und letztlich das Vitamin D. Das gewinnen wir natürlich sehr stark über das Sonnenlicht. Über die Ernährung können wir es kaum aufnehmen. Daher gebe ich immer wieder den Tipp mit, Vitamin D im Blut checken lassen und wenn ein Mangel da ist, tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren. Ansonsten ist es noch zu beachten, was das Immunsystem sehr schätzt, ist wenig Zucker. Denn der Zucker ist tatsächlich der Stoff, der dem Immunsystem am meisten zusetzt. Die Empfehlung, wenn man das Gefühl hat, das Immunsystem ist geschwächt und man kommt nicht so richtig in Tritt, dann ist es tatsächlich zu sagen, Ruhe. Erst einmal Ruhe dem Körper gönnen, weil viele Selbstheilungskräfte hat der Körper. Und dann gilt es natürlich auch, ihm die richtigen Stoffe zu geben und die sind insbesondere davon abhängig, wo der Appetit für ist. Wenn es Salzstangen ist, sind es auch mal die Salzstangen. Wenn es ein frischer Apfel ist, ist es der Apfel. Und wenn es tatsächlich eine Brühe ist oder gar eine Hühnersuppe, dann ist es auch die. Auch der volkswirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, dass nicht regelmäßig trainiert wird, dass nicht regelmäßig Bewegung im Alltag ist und dass die Ernährung zu häufig schlecht ist und dem Körper nicht die Nährstoffe gibt, die er braucht, führen zu sehr großen Kosten im Gesundheitsbereich. Und zwar liegen die beim Typ-2-Diabetes bei jährlich 35 Milliarden Euro. Die Kosten infolge von Rückenschmerzen bei gemessenen 26 Milliarden und natürlich, weil Sport auch einen großen Einfluss hat auf die Psyche und auf das Wohlbefinden, sind damit auch die volkswirtschaftlichen Schäden durch eine Depression verbunden und die liegen jährlich bei 21 Milliarden Euro. Wenn man mich fragt, welche Faktoren sehr wichtig sind, um die eigene Gesundheit, das eigene Immunsystem zu stärken, dann sind das drei Faktoren: Fitness, Ernährung und auch die mentale Stärke. Und in all diesen drei Bereichen geht es immer um Qualität, nicht um Quantität. Lieber gut statt viel.